Normalerweise läuft man nach so einer Situation ja auch weg, ne? Cut. Hallo, willkommen, das ist der René Rossmann, schön, dass du dabei bist. Ja, da ist es nun, dieses nette, lustige Teil. Und zwar, das ist eine Pfefferpistole, aber mit herkömmlichem Pfefferspray, und zwar von Ballistol. Es gibt die zwei Pfeffersprays in klein und in groß, also mit 40 und mit 50 Milliliter, wenn ich mich richtig erinnere. Ich gebe dir den Link auf Amazon, wo du die bekommst. Sind auch aus Deutschland mit einem patentierten Panikverschluss. Da kommen wir noch dazu, weil den muss man nämlich entfernen, damit man es in dieses Teil kriegt. Der große Vorteil ist, dass du einerseits wirklich das als Pistole sozusagen einsetzen kannst. Das heißt, irgendwie eine bessere Haltung hast, ja, eine natürlichere Haltung. Es gibt einen weiteren großen Vorteil, und zwar, es ist eine Lampe mit eingebaut. Jetzt wird der eine oder andere sagen, oh, ist das in Deutschland überhaupt egal? Hier in Österreich, im Buschkraftareal auf waldurlaub.at ist das sowieso egal. Aber in Deutschland, ja, weil es ein Tierabwehrgerät ist. Du hast hier hinten einen Schalter. Durch einfaches Antippen kommt dann ein, weiß ich nicht, 200 oder 300 Lumenlicht heraus. Das ist meiner Meinung nach auch ausreichend, um zumindest mal ausleuchten zu können oder auch Blendwirkung zu haben. Ein weiterer Klick, den Strobe. Ja, ein Klick, das Licht ist da, weiterer Klick, es ist ein kleineres, weniger Licht, und das dritte Licht ist dann das Strobe und dann noch einmal, also der vierte Klick, und dann ist es weg. Aufgeladen wird das Ganze über eine USB-Geschichte, das heißt, es ist ein Akku hier anscheinend verbaut, der hier ja immer wieder aufgeladen werden muss. Das muss dir natürlich bewusst sein, das bedeutet, du musst dieses Tierabwehrgerät immer wieder mal prüfen, ob jetzt noch Licht vorhanden ist. Langzeiterfahrungen habe ich jetzt im Moment noch nicht, daher, wenn du Langzeiterfahrungen willst, gebe ich da den Link auf meinen Zweitkanal, und zwar die Kaufberatung, ja, im ersten Kommentar, im Beschreibungstext und oben beim i klicken, und da, dann werden wir in, ja, in einem Jahr schauen, wie es dann mit Akku und der ganzen Haltbarkeit weitergeht. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Sicherung, ja. Es ist jetzt eine Sicherung dahingehend aufgebaut, dass der Abzug blockiert wird. Das bedeutet, ich kann den Abzug nicht durchdrücken. Durch das Zurückschieben des Sicherungshebels ist das freigegeben. Und dann drückt dieser kleine Mechanismus nach unten und macht pf, pf, pf. Und natürlich hat dieses System auch Kimme und Korn. Beziehungsweise eine Kimme. Und zwar, die ist hier an dieser Stelle eingebaut. Das bedeutet, ich kann das Ziel gut anvisieren, so wie man das halt bei einer, ja, Faustfeuerwaffe zum Beispiel kennt oder auch beim Jet Protector. Gut, genug der Theorie. Jetzt schauen wir uns an, wie man diesen Pfefferspray da installiert, und dann schießen wir. Dazu wird dieser Panikverschluss, den es hier gibt, rausgezogen. Ja, das schaut dann so aus. Und dann kann man das Ganze auch wieder reindrücken. Ja, und dann hast du auch den Panikverschluss wieder. Also vorsichtig rausziehen. Laut Sicherheitsanweisung muss das Teil gesichert werden, damit man nicht zufälligerweise macht und sich selbst ins Auge sprüht. Schließlich will man das ja nicht. Schräg einsetzen und dann nach hinten schieben. Einsatzbereit. Dieser Pappkarton soll das Ziel sein. Reichweite ca. 5 Meter. Ich bin hier im Buschkraftareal auf waldurlaub.at. Das ist eine Sackgasse. Niemand kommt hierher. Das ist mein Platz. Und wenn, würde ich ihn sehen. Also auf Sicherheit habe ich geachtet. Jetzt ist sicher, jetzt ist unsicher. Ich bin mir auch unsicher, ob ich da überhaupt treffe. Ja? Jetzt geht's wieder. Es ist windstill heute und ich habe das richtig durchgenässt. Also das geht schon mit mehreren Pumpsprays, dass man sich auch selbst bewegt. Wenn jetzt das Tier, der Hund zum Beispiel, oder wenn es wirklich ein Mensch ist und da ich eine Selbstverteidigungssituation habe und ich jetzt aus irgendwo ziehen muss, entsichern muss, dann würde ich sprühen und bewegen. Ich habe mehr Zielgenauigkeit. Ich empfinde es zumindest so. Lass uns das Ganze probieren, und zwar nur mit dem Spray, ob ich da auch so zielgenau bin. Selbe Menge, also den großen. Ja, wie gesagt, es passt auch der kleine drauf, aber ich nehme den großen. Selbe Entfernung. Nein, man fährt mit dem Daumen rein. Blödsinn. Man macht das nicht so, sondern man muss mit dem Daumen rauf und dann da rein. Ja, so ist es. Ja, zu lang her. Ich habe einmal mit einer RAM geschossen mit Pfefferkugeln. Und da bin ich dann zu dem Baum hingegangen. Auf den habe ich geschossen und krochen. Also das war fürchterlich. Also das ist hier eigentlich ganz in Ordnung. Gut.
Ich habe genauso getroffen. Es ist ein bisschen unangenehmer, also mit der Abzug ist angenehmer, geht auch leichtgängiger als das Drücken mit dem Daumen. Aber was jetzt passiert ist, heißt, sitzt sogar eine Fliege drauf. Stehst du auf Pfeffer? Ja. Normalerweise läuft man nach so einer Situation ja auch weg, ne? Ich habe Material durch das Sprayen habe ich auf meinen Finger Material, also es ist was drauf. Ich habe den Pfeffer da drauf. Durch das Sprühen ist mir auf den Zeigefinger Material mit draufgekommen. Und vielleicht ist das jetzt das Problem. Ich muss mir jetzt die Hände waschen. Cut. Eine Ewigkeit später. Ich habe mir jetzt 5 Minuten gegönnt. Es war nicht schlimm. Also es war alles okay. Aber ich habe mir gedacht, ich mache eine kurze Pause. Ich kann eines hinzufügen. Von der Zielgenauigkeit oder vom Treffen her hat das ein bisschen die Nase vorn. Aber meiner Meinung nach nur ein bisschen. Es geht auch mit dem Pfefferspray, weil der Spray, dieser K.O.-Spray, der ist gelb. Das bedeutet, man sieht, wo man hintrifft. Ja? Es ist besonders natürlich bei einer Schachtel noch vorteilhafter. Wenn man da jetzt ein bewegliches Ziel hat, ist das vielleicht etwas anders. Aber ich glaube, dass deswegen das auch gelb eingefärbt ist. Das funktioniert sehr gut. Hier hat dieses Teil, Made in Germany, kriegst du aber auch natürlich bei uns im Shop, gebe ich da unten den Link dazu, ein bisschen die Nase vorn. Was aber ein richtiger Vorteil ist, ist Punkt A. Der Abzug ist sehr leichtgängig. Durch diesen Hebel, durch die Hebelwirkung lässt sich das wirklich sehr gut dosieren. Während man halt mit dem Daumen oder besonders mit dem Zeigefinger ist es noch schwieriger, einfach deutlich mehr Druck aufbauen muss. Punkt A. Punkt B. Da ich habe das auf meine Finger bekommen und wahrscheinlich mir dann irgendwo hergriffen oder so. Daher habe ich auch diese Reaktion gehabt, denn es ist komplett windstill hier. Durch das Sprayen, egal wie man das jetzt macht, man bekommt automatisch etwas auf die Finger und da kann man sich natürlich auch dann möglicherweise doch auch außer Gefecht setzen. Und der überragende Vorteil ist natürlich, dass man hier eine Lampe gleich mit dabei hat, ja, für dunkle Situationen. Einerseits, um sich selbst einen Überblick zu schaffen und natürlich auch das Gegenüber vielleicht blenden zu können. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und es ist einfach, du hast es einfach deutlich besser in der Hand. Ja, deutlich besser in der Hand. Und durch diesen Sicherungsmechanismus kann da eigentlich fast überhaupt nichts passieren. Dieser Panikknopf, da könnte man vorstellen, dass vielleicht trotz alledem in der Tasche man irgendwie durch weitere Gegenstände oder durch Reingreifen das vielleicht zufälligerweise drückt. Wobei, man muss sehr fest drücken. Also es ist auch nicht, ich komme einmal kurz an und dann geht das Ding schon los. Also da muss man sich schon bemühen. Aber da hat das Teil die Nase vorn. Die Nachteile dabei, das darf man natürlich auch nicht vergessen, ist der Pfefferteil natürlich größer. Das ist auch ganz klar, das heißt, das muss ich besser verstauen können. Wenn du die kürzere Variante nimmst, ist das dann natürlich auch schon wiederum netter. Aber ich habe mir gedacht, wenn, dann möchte ich gleich mehr Power haben. Und es könnte natürlich auch so sein, dass das Gegenüber denkt, dass man hier eine richtige Schusswaffe hat und dadurch auch die Situation eskalieren kann. Ich kann das nicht beurteilen, so eine Selbstverteidigungssituation mit Menschen. Es ist zu dynamisch, zu viele Variablen, also das kann man kann jetzt nicht sagen, das ist besser als das oder weglaufen ist besser, ist sowieso immer besser. Also wenn man Ärger aus dem Weg gehen kann, dann ist es ganz klar, aber wenn das nicht möglich ist, wenn ich das ziehe, so sehe ich das zumindest, dann werde ich es einsetzen. Also das setze ich nicht ein und sage, du, komm ja nicht näher, weil sonst macht's piep, piep. Wenn ich das jetzt ziehe, dann werde ich es auch benutzen. So sehe ich das zumindest. Aber vielleicht gibt es da andere Meinungen, vielleicht gibt es da andere Situationen. Da gibt es Leute, die sich deutlich besser auskennen als ich. Und lass dich da beraten, geh zu einem Selbstverteidigungskurs mit oder ohne Pfefferspray. Schau dir das ganz einfach an. Das Teil gibt es natürlich bei uns im Shop. Dieses Teil, diesen Pfefferspray, kriegst du auf Amazon. Gebe ich dir auch den Link dazu, wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst. Wir haben natürlich viele andere Dinge. Und wir sehen uns. Hoffentlich brauchst du das Ding nie.